Hallo, ich darf Sie auch begrüßen zum heutigen Nachmittag. Ich würde mir erlauben, mich ganz kurz vorzustellen, damit Sie sich ein bisschen vorstellen können, womit ich mein Geld verdiene, weil ich da ein bisschen fachfremd schlussendlich bin. Wie gesagt, mein Name ist Marc Ruf, ich arbeite beim Sicherheitsunternehmen Skip AG in Zürich. Ich hatte in den 90er Jahren eine sehr populäre deutschsprachige Hacker-Webseite. Die wird nicht mehr so stark fragmentiert wie auch schon, weil sich das ganze Gefüge da ein bisschen verschoben hat. Und ich habe ein paar Bücher zum Thema Informationssicherheit herausgegeben. Mein letztes selbstständig geschriebenes ist in einem deutschen Verlag erschienen und hieß Die Kunst des Penetration Testing. Diesen Titel musste ich meinen Eltern erklären, dass der keine sexuelle Motivation hatte, den auszuwählen. Der Begriff Penetration Test kommt aus dem militärischen Umfeld, wo Panzerungen geprüft werden auf ihre Sicherheit. Und mein Buch setzt sich damit auseinander, systematisch Computersysteme auf ihre Sicherheit hin zu prüfen. Unser Unternehmen ist ein bisschen speziell aufgebaut. Wir haben drei Teams. Wir haben das sogenannte Red Team, das macht Offensive Security. Also diese Leute machen Security Tests. Ein Kunde kommt, hat ein System, das er gerne geprüft haben möchte. Das Red Team prüft dann dieses System, findet Schwachstellen, dokumentiert diese, damit diese dann adressiert werden können. Dann haben wir das Blue Team, das macht Defense, also Verteidigung. Die schauen Konzepte an, machen Peer Reviews, Second Opinions, solche Geschichten. Ich bin mittlerweile zuständig bei uns für unsere Forschungsabteilung, für das Titanium-Team. Wir forschen einerseits für die anderen Teams, also sprich, wenn zum Beispiel das Red Team eine spezielle Malware braucht oder ein Angriffstool, ein Exploit, dann entwickeln wir das für dieses entsprechende Team. Wir machen aber auch Forschung auf Kundengeheiß hin, sprich, wir schauen alles, was ein bisschen exotisch ist und nicht durch die anderen Teams angeschaut werden kann, schauen wir an. Und Forschung im Information Security Bereich bedeutet für uns nicht nur klassischerweise Malware, Verschlüsselung, Firewalls, TCP/IP, sondern mittlerweile ist für uns eigentlich alles relevant, was Steuerung hat, was Logik hat, was Software hat, landet früher oder später eigentlich dann bei uns. Wir haben verschiedene Projekte gemacht im Gesundheitsbereich. Da haben wir für verschiedene Krankenhäuser und für verschiedene Hersteller von Medizinalgeräten solche Geräte auf ihre Sicherheit hin untersucht. Ich muss sagen, wir haben im Laufe der letzten Jahre sehr viele Schwachstellen gefunden, die sehr kritisch sind, also sprich Leute wirklich Probleme bekommen, die an diesen Geräten hängen. Es ist ein bisschen das Problem, diese Schwachstellen, normalerweise melden wir diese Schwachstellen dem Kunden. Der Kunde möchte natürlich, dass man das dem Hersteller meldet, damit der Hersteller dann diese Schwachstellen adressieren kann. Es ist so, die Hersteller im Medizinalumfeld, würde man jetzt damit rechnen, ja, man hat hier ein technisches Problem und dann hat man auch einen technischen Ansprechpartner. In der Regel ist es so, dass man als erstes mal mit den Juristen zu kämpfen hat, weil die Hersteller von Medizinalgeräten möchten nicht, dass ihre Schwachstellen irgendwie groß breit getreten werden und möchten auch nicht viel Geld investieren, um da diese adressieren zu können. Wir haben im Rahmen eines Tests haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass man bei einer Infusionspumpe, die am Netzwerk hängt, die Dosisabgabe ändern kann. Also das bedeutet, im Rahmen dieses Projekts konnten wir Patienten, die an dieser Infusionspumpe angeschlossen waren, sind, töten. Das hat uns natürlich sehr gefreut, unseren Kunden das Spital eher weniger, die Hersteller noch weniger. Wir gingen dann aber noch einen Schritt weiter. Sie sehen hier einen Patientenmonitor. Ich gehe davon aus, obwohl er anonymisiert ist, werden einige Leute dieses Gerät kennen. Hier ist es so, dass man auf die Vitaldaten sieht. Das sind hier die legitimen Vitaldaten, die eingeblendet werden. Und auf einem externen Patientenmonitor hatten wir die Möglichkeit, dass wir über das Netzwerk die Daten manipulieren konnten. Obwohl die Daten hier eigentlich gespiegelt sein sollten, wie auf dem anderen Monitor, konnten wir da nach Belieben Daten generieren und verfälschen. Das bedeutet, wir können nicht nur Leute töten, sondern wir können auch schauen, dass diese möglichst lange tot sind und dass es nicht auffällt. Ja, das ist ein bisschen das, womit ich mein Geld verdiene. Es ist so, dass es Computerkriminalität gibt, muss man in der heutigen Zeit nicht groß erklären, aber ich möchte gerne illustrieren, dass Computerkriminalität wirklich ein Business geworden ist. Also Leute verdienen Geld mit kriminellen Aktivitäten im Internet und mit Computersystemen. Ich bin in sehr jungem Alter in den Bereich Information Security reingerutscht, in diese Szene. Und als ich in den Mitte 90er Jahren angefangen habe, war die Hauptmotivation für mich und für die Leute, mit denen ich zu tun hatte, war Anerkennung.
Es ging darum, wenn jemand, ich habe sehr früh angefangen, Malware, also Viren zu programmieren. Ich habe das nicht gemacht, um destruktive Sachen zu machen, also um Daten zu löschen oder zu manipulieren, sondern mich hat immer fasziniert, wenn eine Malware, ein Virus besonders klein war, besonders effizient, wenn die Infektionsroutine besonders elegant gelöst war. Ich war sehr fasziniert, 1994 kam der erste Computervirus heraus, der Polymorphie unterstützt hat. Das bedeutet, bei jeder Infektion, der Code machte das Gleiche, sah aber jedes Mal anders aus. Das war einfach ein neuartiges Konzept. Und diese Anerkennung, wenn jemand so etwas geleistet hat, das war das, was mich angetrieben hat, mich damit auseinanderzusetzen und viele Leute aus dieser Generation. Mitte, Ende der 90er Jahre haben dann die sogenannten Hacker Wars angefangen, vor allem im amerikanischen Raum, aber auch im deutschsprachigen Raum, wo sich verschiedene Gruppierungen das Leben schwer gemacht hat. Man hat Webseiten kompromittiert gegenseitig, man hat Daten gestohlen. Dann hat man gemerkt, dass man Macht erhalten kann, indem man Computersysteme angreift und Daten stiehlt. Und wo das Bedürfnis nach Macht ist, ist auch irgendwo dann das Bedürfnis nach Geld. Wir observieren in der Forschungsabteilung verschiedene Bereiche des Darknets. Unter anderem sind wir sehr stark interessiert am Datenhandel. Wir holen da für verschiedene Kunden verschiedene Informationen heraus, tagesaktuelle Preise zu Drogen und Waffen, zu Exploits und auch zu Daten. Dass es da gestohlene Mailkonten gibt und gestohlene Kreditkarteninformationen, ist nicht besonders ein Novum und interessiert hier vielleicht nicht speziell. Was hier eher interessiert, sind die Preise für Patientendaten, die man im Darknet so sieht. Wir haben für ein Krankenhaus eine umfangreiche Studie gemacht. Über ein halbes Jahr haben wir versucht, im Darknet Daten zu Schweizer Patientendaten zu finden. Zu Schweizer Patienten. Ich kann Sie beruhigen, in diesem halben Jahr haben wir nichts Großes, also keine großen Datenmengen gefunden. Wir sehen zwei Gründe dafür. Einerseits sind wir der Meinung, der Markt für Patientendaten in der Schweiz oder Schweizer Patientendaten ist einfach zu klein, weil im Ausland gibt es einen Markt für solche Daten. Und das andere ist, wir haben das Gefühl, dass diese Leute, die mit diesen Daten zu tun haben, noch nicht realisieren, welchen Wert der Diebstahl und der Weiterverkauf dieser Daten haben könnte. Also den Effekt, den wir bei Banken in den letzten paar Jahren, in den letzten 10 Jahren gesehen haben, dass Daten-CDs nach Deutschland ans Steueramt verkauft werden, wir gehen sehr stark davon aus, dass dieser Effekt im Gesundheitsbereich irgendwann auch eintreten wird und dass dann regelmäßig da CDs oder DVDs verkauft werden. Im Bereich Computerkriminalität hat sich sehr vieles professionalisiert. Es gibt immer wieder Kompromittierungen. Das liest man heutzutage alle 2-3 Tage in den Tagesmedien. Es gibt Malware, die man findet, die zeigt, dass dort sehr viel Geld investiert wird, um sehr gute Malware zu entwickeln. Ich möchte am Beispiel von Digitec zeigen, wie Computerkriminalität wirklich ein Geschäftsmodell geworden ist. Die Daten, die ich hier zeigen werde, sind alle öffentlich zugänglich. Wir hatten mit diesem Fall nichts zu tun. Diese Daten sind frei verfügbar. Digitec hat im 2015 einen Umsatz gemacht von 700 Millionen. Dann im Q1 2016 sind sie wahrscheinlich ziemlich sicher angegangen worden von einer Gruppierung, die hat gesagt, gebt uns 10.000 US-Dollar oder wir werden eure Webseite abschießen. Also sprich, dass die Webseite nicht mehr erreichbar ist. Digitec ist ein Online-Händler für Elektronikwaren, sprich, wenn die Webseite nicht mehr verfügbar ist, können die keinen Umsatz machen. Das Faszinierende an dieser Geschichte ist, ein solcher Angriff kostet im Darknet ungefähr 1.000, 2.000 US-Dollar. Das bedeutet, jeder in diesem Raum, der Zugriff hat auf diese Leute, die solche Angriffe verkaufen, kann einen solchen Angriff bestellen. Da muss man dann halt einfach eine Vorauszahlung machen, definiert das Ziel und dann wird dieses Ziel 24 Stunden bombardiert. Also sprich, man braucht für gewisse Angriffe braucht man kein technisches Verständnis mehr. Dort gibt es wirklich ein Businessmodell, dass man diese Angriffe einkaufen kann. Digitec hat dann offensichtlich nicht gezahlt, weil sie waren über 2 Wochen hinweg nur sporadisch erreichbar, falls überhaupt. Und wenn man den Dreisatz macht, hatten sie natürlich dann einen Umsatzverlust von 2,7 Millionen pro Tag. Jetzt sieht man zwei spannende Sachen an diesen Zahlen. Einerseits die Leute, die sich entschieden haben, eine Erpressung von 10.000 US-Dollar zu machen, waren schlussendlich trotzdem Amateure. Weil wenn ein Verlust von 2,7 Millionen pro Tag geschieht, kann man natürlich mehr als 10.000 US-Dollar verlangen, dann kann man theoretisch auch 500.000 oder 1 Million verlangen und es würde sich immer noch lohnen. Der andere Aspekt ist, wenn ich natürlich einen Verlust von 2,7 Millionen pro Tag abwenden kann, indem ich 10.000 US-Dollar zahle, warum mache ich das dann nicht?
Wir haben immer mal wieder Kunden, die spätestens nach einer solchen Geschichte unsere Kunden werden, die denken, das ist eine valable Lösung, zahlen dann das Geld. Der Effekt ist, man hat meistens 24 Stunden oder 48 Stunden Ruhe. Da kommt die gleiche Forderung mit mindestens dem gleichen Betrag oder vielleicht sogar dem doppelten Betrag. Eben der Ausdruck, man verhandelt nicht mit Terroristen, kommt nicht von ungefähr, weil diese Leute, sobald sie merken, dass man da eine Verhandlungsbasis hat, dann werden diese Leute versuchen zu verhandeln. Und wir empfehlen einfach, auf solche Anfragen grundsätzlich nicht einzugehen, auch gar nicht zu reagieren, man klärt ab oder was auch immer. Das ist quasi so, wie wenn dieses E-Mail technisch nie angekommen wäre. Wie ein solcher Angriff ausschaut, zeigt dieses Video. Das ist von 2014. Damals wurden die Server von Facebook in den USA von Systemen aus dem asiatischen Raum angegriffen. Spannend daran war, dieser Angriff dauerte mehrere Stunden. Als dieser Angriff aufgehört hat, brauchte Facebook 30 Minuten, bis sie wieder voll operationsfähig waren. Und Facebook ist jetzt nicht gerade eine kleine IT-Bude, die nur 3-4 Mann in der IT-Abteilung hat, sondern eben wenn auch Facebook so lange braucht, bis sie wieder stabil funktionieren, ist das natürlich auch für andere Unternehmen nicht unüblich, dass ein solcher Aufwand erforderlich wird. Eigentlich ist die Lösung simpel oder schon lange vorhanden. Information Security ist ein Thema, das war erst jetzt in das breite Bewusstsein getreten ist. Dieses Thema gibt es aber schon lange. Es gibt dort viele Möglichkeiten, die man wahrnehmen muss. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man im Gesundheitsbereich das sehr stiefmütterlich behandelt hat, weil man nicht musste oder das Bedürfnis nicht sah. Ich denke, mit dem elektronischen Patientendossier wird es da regen Auftrieb geben. Ich bin auch der Meinung, Schweizer Banken haben ein sehr hohes Niveau, was Information Security angeht. Das haben sie auch zu verdanken, schlussendlich der FINMA, die gewisse Vorgaben gemacht hat und der Markt, der das natürlich schlussendlich verlangt hat. Eine spezielle Maßnahme, die im Gesundheitsbereich und auch in vielen anderen Bereichen sicherheitstechnisch sicher einen großen Einfluss haben wird und nicht nur sicherheitstechnisch, sondern generell gesellschaftlich, ist die Blockchain. Hier hinten sehen Sie den Ablauf einer Transaktion, aber auf dieses Detail wollen wir gar nicht eingehen. Bei der Blockchain handelt es sich um ein, ich bin der Meinung, sehr primitives Konzept. Es heißt immer, ja, das ist sehr progressiv und alles neu und so, aber ich bin der Meinung, eigentlich ist es eine Kombination von sehr klassischen Konzepten. Und das ursprüngliche Paper, das anonym publiziert wurde und die Blockchain illustriert, hat nur aus wenigen Seiten bestanden und das war genau die Brillanz schlussendlich der Blockchain. Es geht schlussendlich darum, im Rahmen der Blockchain können sämtliche Transaktionen dokumentiert und validiert werden. Also überall, wo ein Handel stattfindet, überall, wo Geld getauscht wird, überall, wo Waren getauscht werden, kann das dokumentiert werden. Die Blockchain ist dabei eigentlich eine Datenbank, also wirklich eine klassische Datenbank. Und das Spezielle daran ist, dass diese Datenbank verteilt ist. Also das bedeutet, die existiert nicht nur an einem Ort, sondern jeder Teilnehmer, der möchte, der partizipiert hat oder partizipieren will, kann eine Kopie dieser Datenbank haben. Der große Vorteil ist, da es so viele Kopien von dieser Datenbank gibt, ist es natürlich schwierig, diese zu manipulieren. Durch kryptografische Mechanismen wird verhindert, dass das passieren kann. Und die verschiedenen Kopien, sobald eine Variante auftaucht der Blockchain, wo eine Transaktion drin ist, die irgendwie da nicht reingehört, merkt das die Blockchain und man kann diesen Betrug dann erkennen und wieder schlussendlich die Blockchain quasi normalisieren und diese Transaktion aufhalten. Die Blockchain ist im Gesundheitsbereich tatsächlich, bin ich auch der Meinung, wird einen gewissen Impact haben, überall dort, wo Daten getauscht werden, überall dort, wo Informationen getauscht werden. Für mich ist ein klassisches Beispiel nicht aus dem Health-Bereich, aber ich gehe davon aus, dass zum Beispiel Grundbuchämter in Zukunft sehr wenige existieren werden in der Schweiz, vielleicht sogar nur eins, und dass ein Großteil der Transaktionen schlussendlich über die Blockchain gehandhabt und dokumentiert wird. Wir haben sehr viel publiziert zu dem Thema E-Health, Mobile Health, Medical Device Security. Das kann man im Internet nachlesen. Wir geben einmal pro Jahr ein Buch mit unseren besten Fachartikeln raus. Dort ist das auch enthalten. Und zum Schluss möchte ich noch ganz kurz etwas erzählen. Und zwar im Rahmen eines Projekts ging es darum, haben wir die Medizingeräte angeschaut und normalerweise sitzen wir immer mit den Leuten zusammen, die diese Geräte wirklich brauchen. Also im Gesundheitsbereich wirklich mit den Ärzten und mit dem Pflegepersonal und fragen diese Leute, ja, was macht ihr genau damit und was ist schlimm, wenn etwas nicht funktionieren sollte.
Und im Rahmen dieses spezifischen Projekts hatten wir gefragt, das Pflegepersonal, wann seid ihr der Meinung, ein Medical Device ist wirklich kompromittiert, also das Gerät ist wirklich unter Kontrolle eines Angreifers. Es hieß dann, es ging nicht darum, oder die Antwort war nicht, ja, dass man Menschen schädigen kann, sondern es hieß, für sie sei ein Gerät kompromittiert, wenn man darauf Netflix und Filme schauen kann. Im Rahmen dieses Projekts haben wir das dann natürlich erfüllt. Man sieht es hier, auf diesem Gerät war es schlussendlich dann möglich, Filme zu schauen. Wir haben das dem Pflegepersonal natürlich nicht erklärt, wie das funktioniert, aber wir hatten natürlich effektiv den Beweis, dass dieses Gerät schlussendlich effektiv kompromittiert werden konnte. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke.